Du bist Morgahart. Woher kennst du meinen Namen? Der Richter sucht nach dir. Du bist aus einem Gefängnis geflohen. Was hast du angestellt? Seine Brieftasche geklaut? Nicht seine, die des Statthalters. Und das auch noch in seinem Auftrag. Nachdem wir den Statthalter überfallen haben, wollte er die Beute nicht mit uns teilen und hat uns verhaften lassen. Wir wollten nicht am Galgen enden, also sind wir geflohen. Wir dachten, so würden sie uns niemals kriegen. Das war wohl ein Irrtum. Was können wir gegen den Richter unternehmen? Gar nichts. Er sitzt wie die Spinne im Netz da oben im oberen Viertel und ist unantastbar. Das würde ich nicht sagen. Man bräuchte nur einen Beweis seiner Schuld bei der Sache mit dem Statthalter. Einen Beweis, sagst du? Den habe ich. Aber wer würde schon auf einen verurteilten Verbrecher hören? Gib mir deinen Beweis und ich werde dafür sorgen, dass sich niemand mehr jagen wird. Bist du sicher? Na gut. Hier, nimm diesen Brief. Er trägt die Unterschrift des Richters. Auch wenn es an meiner Schuld nichts ändert, wird er doch ausreichen, seine Mittäterschaft bei der Sache zu bestätigen. Okay, Morgahart. Kein Problem. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Mist, die Flüchtlinge vorhin, die ich getötet habe, die haben eigentlich nichts gemacht. Egal. Egal, ja. Von mir erfährt keiner was. Ich kann das nicht glauben. Ich habe was Belastendes gegen den Richter gefunden. Das war doch schon wirklich? Was ist das? Er hat einige Typen damit beauftragt, den Statthalter von Torinus zu überfallen. Kurz danach hat er sie verhaften lassen und sich das ganze Gold eingestrichen. Ich habe dir den schriftlichen Auftrag des Richters an die Kerle als Beweis dafür mitgebracht. Zeig her. Ich bin ganz deiner Meinung. Na, man endlich. Das wird reichen, ihn bluten zu lassen. Ich bin beeindruckt. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch. Das lasse ich mir einiges kosten. Hier hast du deine Belohnung. Und zu keinem ein Wort darüber, klar? Von mir hatte das nicht. Okay. Und was passiert jetzt, wenn ich zum Richter zurückgehe? Das mache ich direkt mal. Ich brauche nicht mehr viel für ein Level Up und ich habe schon 14 Lernpunkte. Cool. Nice, nice. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Ich wäre mir da nicht so sicher. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Sitzt der Richter jetzt zufällig im Knast? Das wäre lustig. Das ist doch alles nur Gerede. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist er ja. Wolltest du mich verarschen? Gib mir den heiligen Hammer wieder, du Penner. Boah, so ein Spasti, ne? Jetzt kriege ich den heiligen Hammer nicht wieder. Dort ist so eine Kacke. Soll ich zufällig zu Lord André oder Lord Hagen oder Lord, kannst mich mal. Das ist eine schlimme Sache. Kann ich hier rüber? Dank. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich trage das Auge bei mir. Du trägst das Auge. Dann bist du ein erwählter Innos. Ich werde losziehen und alle Drachen im Minental töten. Geh mit Innos und vernichte das Böse mit seiner Macht. Okidoki. Sonst muckt niemand auf, ja? Okay. Das war keine große Sache. Dann nur noch Torlofs Angst vorm schwarzen Mann. Wo genau war das nochmal? Ah, das Banditenlager. Da wo Dexter war. Man weiß okay. Gar nicht, wie man noch glauben soll.
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich würde sagen, für heute reicht's erstmal. Und ich überlege in der Zwischenzeit, was ich alles noch zeigen will, bevor wir wieder ins Minental gehen. Weil auch erst im Minental bekommen wir die tolle Armbrust. Erst dort. Und wir haben auch genug Stärke. Man braucht dafür 150 Stärke. Wie viel braucht man für die? 120. Ja, passt. Ja, was ich noch alles zeigen werde und... jetzt rede ich hier schon wie so ein Behinderter. Ich muss auf jeden Fall noch Armbrust skillen. Ja. Zwei Hände erstmal nicht. Und... Schleichen, den Schleichenbug wieder beheben. Von mir erfährt keiner, weil der verlernt dauernd irgendwie Schleichen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich verstehe nicht wieso. Na okay, brauchen tun wir jetzt eigentlich nicht mehr. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch schleichen müssen. Ich habe nämlich schon alles geplündert. Tja, also sonst würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Aber ich blende noch eben das hier ein. Oh, halt doch die Fresse. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Guck mal, was er macht. Halt! Halt einfach die Fresse. Spassi. Piss mich nicht an. Hör auf mich anzupissen. Halt! Boah, Junge, ne? Und verschämt sowas. Naja. Sonst sage ich hier Cut und bis zum nächsten Mal bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Also, tschüss. Yo, da bin ich wieder bei Gothic 2. Wir sind jetzt hier unten bei der Diebesgilde. Für die können wir leider nichts mehr machen, weil der Ring von Constantino, der ist ja irgendwie verschwunden und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Tja, und dann müssen wir die wohl oder übel töten. Tja. Komm her. Das war's für dich, Penner. Hey, na was? Geht doch. Meisterdegen. Schlüssel. Nichts. Killerschlüssel. Kleiner Schlüssel. Okay. Haben wir die Truhen hier aufgeräumt? Weil ich weiß jetzt nicht, wofür einer der Schlüssel ist. Egal, ja. Komm. Hier ist ja dieser Gang. Vorher konnten wir hier hoch auch. Aber spätestens... Hier dran sind wir dann gescheitert. Jetzt haben wir den Schlüssel dafür. Wo sind wir denn da? Kommst du denn her? Ich habe in deinem Keller was Interessantes gefunden. Was hattest du in meinem Keller zu suchen? Das weißt du verdammt genau. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Hey. Tja, sie weiß nicht, wovon ich rede. Machen wir die Tür wieder sozial zu und dann gehen wir. Und sagen einfach, Lord André, wir haben die Penner getötet. Er geht folgender Erlass. Juhu! Schmied Bennett wird freigesprochen, da seine Unschuld von einem klugen Berater Lord Hagens bewiesen wurde.